Hallo und herzlich willkommen beim Screencast des fünften Foliensatzes Betriebssystem und Rechnernetze im Sommersemester 2020. Im vierten Foliensatz ging es thematisch um Prozesse und um die Prozesskontextinformationen, also um die Informationen, die das Betriebssystem über Prozesse hat, also all das, was das Betriebssystem über Prozesse weiß. Dann hatten wir die verschiedenen Prozesszustände und die Zustandsprozessmodelle, das heißt auch die Übergänge zwischen den Zuständen. Als nächstes hatten wir die Prozessverwaltung besprochen, das heißt also, wie werden Prozesse erstellt und wie werden sie entfernt. Und wir hatten abschließend uns noch die Systemaufrufe angeschaut und exemplarisch auch einen Systemaufruf im Detail besprochen. Ja, und bei den Systemaufrufen hatten wir dann auch noch die Bibliotheksfunktion, die sogenannten Wrapper-Funktionen. Gut, in diesem Foliensatz gibt es auch wieder Lernziele. Wir haben hier die Lernziele erstmal die Arbeitsweise des Dispatchers. Der Dispatcher ist ja der Prozessumschalter, der kümmert sich um die Prozesswechsel, der führt die durch. Und als nächstes haben wir dann noch den Scheduler. Der Scheduler ist auch eine Komponente im Betriebssystemkern, so wie der Dispatcher, nur dass der Scheduler, der berechnet die Ablaufreihenfolge der Prozesse. Am Ende dieses Foliensatzes sollten Sie also auch wissen, was sind die Unterschiede zwischen präemptivem und nicht präemptivem Scheduling, und Sie sollten einige Scheduling-Verfahren kennengelernt haben, und Sie sollten auch verstehen, nach welchen Scheduling-Prinzipien moderne Betriebssysteme üblicherweise arbeiten. Ja, dieser Foliensatz, der war in der Vergangenheit viel umfangreicher, als es jetzt ist. Also in der Vergangenheit hatte ich hier noch deutlich mehr Scheduling-Algorithmen berücksichtigt, und in den letzten Jahren habe ich dann einige also entfernt, weil die unrealistisch waren. Unrealistisch in dem Sinn, dass diese entfernten Scheduling-Algorithmen, die verlangten also, dass man im Vornherein weiß, wie lange die CPU-Zeit oder die Abarbeitungszeit eines Prozesses ist. Und das ist einfach unrealistisch, weil das, woher soll man das in der Regel wissen? Man könnte natürlich versuchen, jetzt das irgendwie abzuschätzen, aber das, naja, ist ein bisschen schwierig. Das heißt also, der Foliensatz ist deutlich kleiner, als es in der Vergangenheit war. Ja, auch für diesen Foliensatz gibt es wieder ein Übungsblatt, Übungsblatt 5. Und wenn Sie sich den Foliensatz angeschaut haben und dann auch das Übungsblatt dazu gemacht haben und sich die Musterlösung dazu angeschaut haben, dann sind Sie, was dieses Thema angeht, gut für die Prüfung vorbereitet. Ja, Dispatcher und Scheduler, das sind so zwei der wichtigsten Funktionen des Betriebssystemkerns. Der Scheduler, der definiert ja die Ausführungsreihenfolge der Prozesse und die Zeitpunkte der Prozesswechsel, und der Dispatcher, der kümmert sich um die Prozesswechsel, das ist also der Prozessumschalter, der führt die Zustandsübergänge durch. Beim Prozesswechsel, da ist es der Dispatcher, der dem rechnenden Prozess die CPU entzieht und der sie dann dem ersten Prozess in der Warteschlange der bereiten Prozesse zuweist. Und auch bei den anderen Übergängen, zum Beispiel bei den Zuständen bereit und blockiert, da werden natürlich dann auch die entsprechenden Prozesskontrollblöcke aus den jeweiligen Prozesslisten also entfernt und neu eingefügt. Beim letzten Foliensatz, da hatten wir ja gesehen, was das durchaus ein Aufwand ist beim Prozesswechsel, dass dann also immer der Prozesskontext, also in dem Fall jetzt genau zu sein, der Hardware-Kontext und der Systemkontext, dass die also immer beim Prozesswechsel im Prozesskontrollblock gespeichert werden müssen. Also man kann auch sagen, die müssen da gerettet werden, und wenn dann der
wenn dann die CPU dem nächsten Prozess zugeordnet wird, dann muss dessen Zustand, also dessen Kontext, muss dann wieder hergestellt werden mit Hilfe der Informationen aus dem Prozesskontrollblock. Ja, eine ganz kuriose Sache im Zusammenhang mit Prozesswechsel ist das Thema Leerlaufprozess, weil man kann ja mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich, wenn kein Prozess im Zustand bereit ist? Also wenn jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach kein Prozess rechnen kann, weil alle Prozesse irgendwie blockiert sind oder weil halt einfach keiner da ist. Ja. Dafür gibt es dann den Leerlaufprozess, den System Idle Process. Unter Windows kann man den auch sehr gut sehen. Ja, wenn Sie da mal im Task Manager schauen, da steht der. Und der läuft also immer mit der niedrigsten Priorität. Und wegen diesem Leerlaufprozess muss der Betriebssystemkern niemals die Situation berücksichtigen, dass es halt einfach keinen Prozess jetzt gibt, sondern im Zweifelsfall muss dann halt der Leerlaufprozess ran. Und ein halbwegs modernes Betriebssystem wird dann auch diesen Leerlaufprozess nutzen, um dann gleich noch in den Stromsparmodus zu gehen, also um die CPU vielleicht runterzutakten oder sowas. Ja, wenn Sie mehrere CPU-Kerne haben, dann haben Sie auch für jeden CPU-Kern einen Leerlaufprozess. Und auch unter Linux gibt es das, da gibt es auch diese Leerlaufprozesse. Da werden die halt jetzt nicht so namentlich angezeigt, aber wenn Sie sich eine Übersicht über die Prozesse auf Ihrem System anschauen und dann sieht man quasi man kann schon fast sagen, die Rechenzeit der Leerlaufprozesse sieht man dann schon in der Ausgabe von Werkzeugen wie Top zum Beispiel oder Hardtop. Ja, beim Scheduling, da gibt es auch verschiedene Kriterien, die erfüllt sein sollen, Scheduling-Kriterien. Und anhand dieser Kriterien arbeitet dann also das jeweilige Scheduling-Verfahren, versucht die sozusagen zu berücksichtigen. Und das Blöde an der Sache ist, es gibt einfach keine Scheduling-Strategie, die für jedes System perfekt geeignet ist, und es gibt auch keine Scheduling-Strategie, die also alle Scheduling-Kriterien hier perfekt berücksichtigt. Und wir haben halt auch sehr gegensätzliche Scheduling-Kriterien, zum Beispiel CPU-Auslastung möglichst hochhalten oder Latenz, also Antwortzeit oder die Durchlaufzeit, der Durchsatz, also möglichst viele Prozesse in einer gewissen Zeit abarbeiten, Effizienz, Echtzeitverhalten, Wartezeit, möglichst geringer Overhead, Fairness, also dass kein Prozess verhungern soll, also dass alle Prozesse irgendwann abgearbeitet werden, dann am besten noch Prioritäten berücksichtigen und möglichst gleichmäßige Ressourcenauslastung. Also das sind einfach Kriterien, die sich teilweise total widersprechen. Und aus dem Grund muss also immer auch dann ein Kompromiss gefunden werden bei der Auswahl einer Scheduling-Strategie. Jetzt nur mal so als Hintergrundinformation: Einige Betriebssysteme, zum Beispiel Mainframe-Betriebssysteme von IBM, da ist es auch möglich, den Scheduler auszuwählen. Ja, und da liegt es also wirklich daran, was will man mit der Maschine machen. Ja, ist das jetzt zum Beispiel, soll die eher Aufgaben im Hintergrund berechnen oder arbeiten da viele Personen mit ihren vielleicht sogar interaktiven Prozessen drauf? Und so gibt es da also die Möglichkeit, dann unterschiedliche Scheduler zu definieren, weil man halt einfach die unterschiedlichen Scheduling-Strategien berücksichtigen will. Ja, beim Scheduling oder bei den Scheduling-Verfahren, da gibt es zwei grundsätzliche Kategorien, kann man sagen. Es gibt einmal das nicht präemptive Scheduling, das heißt auch in der Literatur manchmal kooperatives Scheduling, weil das klingt irgendwie positiver, ja, kooperativ, das hat ja sowas, so einen positiven Touch.
ist aber im Prinzip Mist, in dem Fall hier jetzt. Ja. Und dann haben wir noch das präemptive Scheduling, also das verdrängende Scheduling. Beim nicht präemptiven Scheduling, da ist es so, wenn ein Prozess die CPU zugewiesen hat, dann kann er die behalten, solange er will. Also bis zu seiner vollständigen Abarbeitung und Terminierung oder bis er die CPU freiwillig wieder abgibt. Das führt natürlich zu Problemen, wenn wir jetzt einen bedenken, wir haben vielleicht einen Prozess, der fehlerhaft ist, dann kann das also sein, dass er halt die CPU nicht mehr hergibt. Ja. Das ist auch tatsächlich häufig passiert bei Betriebssystemen, die dieses kooperative oder nicht präemptive Scheduling implementiert haben. Zum Beispiel Klassiker, ja, DOS, Windows 3.1, 3.11, dann Mac OS 8, Mac OS 9 oder hier diese frühen grafischen Windows-Versionen, Windows 95, 98 und dergleichen für 16-Bit-Prozesse. Und das andere, das ist dann also das präemptive Scheduling. Und da ist es so, dass den Prozessen die CPU entzogen werden kann vor der Fertigstellung. Und wir haben ja gesehen, was dann passiert. Dann muss also der Kontext, dann muss der Zustand gerettet werden im Prozesskontrollblock und so weiter und so weiter. Nachteil ist natürlich dann der Overhead. Ja? Wir haben diesen ganzen Verwaltungsaufwand des Dispatchers. Aber natürlich überwiegen die Vorteile, weil wir wissen ja, Prozesse sind nicht immer im Zustand bereit und ja, wir wollen ja einfach auch möglichst viele Prozesse abarbeiten können. Wir wollen ja Multitasking, ja, wir wollen ja kein Singletasking. Moderne Betriebssysteme arbeiten natürlich alle nach gemäß präemptivem Scheduling, also Unix-Version, Linux, Mac OS X, dann moderne Windows-Betriebssysteme. Und ja, das ist also Stand der Technik. Mit dieser Folie will ich einfach mal zeigen, wie groß der Einfluss des verwendeten Scheduling-Verfahrens auf die Gesamtleistung eines Rechners ist. Und da sieht man einfach mal, wie stark der Effekt sein kann, wenn man die Reihenfolge von Prozessen ändert. Also ich habe jetzt hier mal ein ganz einfaches Szenario, einfach zwei Prozesse, die auf einem Rechner ausgeführt werden sollen, Prozess A und Prozess B, und die unterscheiden sich jetzt deutlich in der CPU-Laufzeit. Prozess A hat also hier 12-fache CPU-Laufzeit in dem Fall, und je nachdem, wie wir die Reihenfolge jetzt definieren, also wenn jetzt Prozess A vor Prozess B ausgeführt wird, dann sehen wir also, die durchschnittliche Laufzeit der beiden Prozesse ist jetzt 25 Millisekunden. Ja. Durchschnittliche Wartezeit 12 Millisekunden. Und wenn wir die Reihenfolge ändern, Prozess B vor Prozess A, dann ist die durchschnittliche Laufzeit nur noch 14 Millisekunden und die durchschnittliche Wartezeit nur noch 1 Millisekunde. Das heißt also, wenn ein Prozess mit einer kurzen Laufzeit vor einem langlaufenden Prozess ausgeführt wird, dann verschlechtern sich die Laufzeit und Wartezeit des langlaufenden Prozesses nur sehr wenig. Und umgekehrt läuft ein Prozess mit langer Laufzeit vor einem kurzlaufenden Prozess, dann verschlechtern sich die Laufzeit und die Wartezeit des kürzeren Prozesses drastisch. Ja, es gibt in der Literatur und natürlich auch in der Praxis sehr viele unterschiedliche Scheduling-Verfahren. Und wenn ich jetzt sage Scheduling-Verfahren, dann ist es also gleichbedeutend, wie wenn ich sage Scheduling-Algorithmen. Und wir haben ja gesehen, es gibt also auch unterschiedliche Scheduling-Kriterien. Und diese Scheduling-Verfahren, die es also gibt, die orientieren sich also unterschiedlich stark nach einzelnen Scheduling-Kriterien. Also keins von denen ist natürlich perfekt. Ja. Und Sie sehen hier auch auf der Folie, viele Einträge hier sind rot und durchgestrichen. Das sind also die ich in den letzten Jahren rausgeschmissen habe,
weil sie, also jetzt im Fall von Last Come, First Serve, das ist halt einfach blöd, ja. Und die anderen, Shortest Job First, Longest Job First und dann auch die, verdrängenden Varianten, also Shortest Remaining Time First und Longest Remaining Time First und das Highest Response Ratio Next, die sind halt einfach unrealistisch. Ja. Die kann man nicht implementieren, also weg damit. Und statisches Multilevel Scheduling, das ist halt quasi die schlechtere Variante vom dynamischen, also vom Multilevel Feedback Scheduling, also auch weg damit. Ja, die anderen, die nicht gestrichen sind, die schauen wir uns dann in diesem Foliensatz an. Das erste Scheduling-Verfahren, was wir uns jetzt anschauen, ist das prioritätengesteuerte Scheduling. Das heißt, da werden die Prozesse einfach nach ihrer Priorität abgearbeitet. Das ist also wirklich ein sehr einfaches Verfahren. Und der Prozess in der Bereitzustandsliste, der ganz vorne ist, der also die höchste Priorität hat, der wird dann dementsprechend auch als erstes der CPU zugeordnet. Ja, und die Priorität selbst, dieser Wert, kann ja von unterschiedlichen Kriterien abhängen. Das kann ja entweder von den benötigten Ressourcen abhängen oder vom Benutzer, dem der Prozess zugeordnet ist, von dessen Rang, ob das jetzt ein normaler Benutzer ist oder der Systemadministrator, oder es kann ja auch um bestimmte Echtzeitkriterien gehen. So ein prioritätengesteuertes Scheduling, das kann prinzipiell entweder präemptiv realisiert sein, also verdrängend, dass also Prozesse unterbrochen werden können während ihrer Laufzeit, oder nicht präemptiv, also nicht verdrängend. Und die Vergabe dieses Prioritätswerts an jeden Prozess, das kann also auch entweder statisch oder dynamisch sein. Beim statischen prioritätengesteuerten Scheduling, da ändern sich diese Prioritätswerte also nicht während der Lebensdauer eines Prozesses. Und bei dynamischen Prioritäten, da werden die also von Zeit zu Zeit angepasst. Also in einem Echtzeitsystem, da würde man jetzt eher davon ausgehen, dass es also statische Prioritäten sind. Denken wir mal einen Extremfall, ja, das ist vielleicht ein Prozess, der den Airbag von Ihrem Auto auslöst, wenn Sie gegen die Wand fahren. Ja, dann würden Sie auch nicht wollen, dass dieser Prozess mit der Zeit runtergelevelt wird. Wenn wir jetzt aber an ein ganz normales Desktop-System denken oder so, da ist es natürlich schon so, dass die Prozesse, die länger laufen, die werden mit der Zeit runter priorisiert. Und das ist dann dieses Multilevel-Feedback-Scheduling im Prinzip. Das schauen wir uns dann in Folie 20 nochmal genauer an. Ja, ein Nachteil vom statischen prioritätengesteuerten Scheduling ist, dass es prinzipiell nicht fair ist, weil wenn wir jetzt Prozesse mit niedriger Priorität haben und es kommen immer wieder neue Prozesse mit höherer Priorität rein in die Bereitliste, dann ist es natürlich auch wahrscheinlich, dass Prozesse mit niedriger Priorität sehr stark ausgebremst werden und unter Umständen nie die CPU zugewiesen bekommen, also wirklich verhungern. Das ist natürlich ein konzeptionelles Problem. Ja, wo würde man so ein System einsetzen, so ein Scheduling-Verfahren? Was für ein System könnte man sich das vorstellen? Generell interaktive Systeme, ja, wo man einfach die unterschiedlichen Prozesse anhand ihrer Priorität kategorisieren möchte. Wie könnte man sowas realisieren? Hier habe ich ein ganz gutes Bild, was das demonstriert, habe ich von Stallings übernommen aus dem Betriebssystembuch von Stallings, gutes Werk. Und wir sehen also hier, wenn ein Prozess erstellt wird, dann kommt er in eine Bereitliste. Gibt hier jetzt also entsprechend viele Bereitlisten, so viele wie wir Prioritätslevel haben, Prioritätswerte haben und so ist er dann also in der entsprechenden Queue und je nachdem, wann er dann also dran ist, kriegt er dann die CPU zugeteilt und wenn dann
der Prozess terminiert, dann ist ja alles gut. Und wenn nicht, dann bekommt er die CPU auch wieder entzogen, kommt dann wieder in die Warteschlange, in eine der Bereitwarteschlangen. Oder wenn er blockiert ist, dann kommt er also in eine der Blockiert-Warteschlangen. Ja, das Bild ist sehr vereinfacht, aber das zeigt schon ganz gut. Wenn man jetzt sowas realisieren würde, dann würde man diesen unterschiedlichen Bereitwarteschlangen auch unterschiedliche Zeitmultiplexe geben. Also dass natürlich die Warteschlange mit der höchsten Priorität anteilig auch am meisten CPU-Zeit bekommt für die Prozesse in dieser Warteschlange. Und je tiefer die Priorität dann geht, je niedriger sie ist, desto weniger Zeitanteil von der Rechenleistung bekommen dann also die Prozesse zugewiesen. Ja, hier sehen wir ein kleines Beispiel zum prioritätengesteuerten Scheduling. Wir sehen, es ist wirklich sehr einfach. Wir gehen jetzt hier von einem Ein-Prozessor-Rechner aus, also Single-CPU und auch Single-Core. Und wir haben jetzt hier vier Prozesse, Prozess A, B und C und D. Und jeder dieser Prozesse hat also eine gewisse Laufzeit, also Zeit, wo er auf der CPU rechnen muss bis zu seiner Terminierung. Und wir haben jetzt hier statische Prioritätswerte, die also bei der Prozesserstellung schon zugewiesen werden. Und was jetzt auch noch ganz praktisch ist für uns, alle diese Prozesse kommen zum Zeitpunkt 0 im Zustand bereit an, also in der entsprechenden Warteschlange. Ja, wenn Sie sich jetzt fragen, wo kommen diese Laufzeiten her, woher weiß man im Voraus, wie lange ein Prozess rechnen muss bis zu seiner Terminierung, das fällt jetzt glücklicherweise einfach vom Himmel. Ja, das ist jetzt halt Teil unseres Beispiels. Gut, wir sehen jetzt hier auch im Bild eine Zeitleiste, ein sogenanntes Gantt-Diagramm. Und da tun wir jetzt die Ausführungsreihenfolge der Prozesse abbilden. Und wir sehen es also ganz einfach, die sind ja alle zum Zeitpunkt 0 da. Und dieser statische Prioritätswert ist also das einzige Scheduling-Kriterium, was wir jetzt in dem Fall hier haben, was zieht. Ja, und offensichtlich also auch nicht präemptiv, also die Prozesse werden während ihrer Laufzeit nicht unterbrochen. Und so kann dann also Prozess B mit der Höchstpriorität als erstes laufen, dann Prozess C, dann Prozess D und abschließend Prozess A. Ja, mit Hilfe des Gantt-Diagramms ist es jetzt auch leicht, die Laufzeit und die Wartezeit der Prozesse aufzuschreiben. Wir sehen, Prozess A benötigt bis zum Zeitpunkt 32 Millisekunden auf dieser Zeitleiste, bis er terminiert, und er war zum Zeitpunkt 0 da, also ist die Laufzeit 32. Laufzeit heißt in dem Fall jetzt quasi Lebenszeit, also oder die Zeit, wo ein Prozess existiert hat, wo er also in der Bereitliste war oder halt gerechnet hat. Von blockieren gehen wir jetzt gar nicht aus. Ja. Blockiert ist hier jetzt keiner. Prozess B, da ist also die Laufzeit 4, und Prozess C, da ist sie 11 und Prozess D ist 24. Und mit Hilfe dieser vier Werte können wir also auch die durchschnittliche Laufzeit berechnen. Also einfach alle Werte addieren und dann durch die Anzahl der Prozesse dividieren. Und so kommen wir hier auf diese 17,75 Millisekunden durchschnittliche Laufzeit. Bei der Wartezeit ist die Zeit, wo ein Prozess existiert hat, aber nicht Zugriff auf die CPU hatte. Also im Prinzip jetzt hier für dieses vereinfachte Beispiel die Zeit, wo ein Prozess in der Bereitliste auf die Zuteilung der CPU gewartet hat. Und jetzt sehen wir also Prozess A, der hat 24 Millisekunden gewartet, und Prozess B gar nicht. Prozess C 4 Millisekunden und Prozess D 11. Und wenn wir diese Werte zusammenzählen und durch die Anzahl der Prozesse teilen, kommen wir hier auf 9,75 Millisekunden durchschnittliche Wartezeit
für dieses spezielle Szenario. Ja, das nächste Scheduling-Verfahren, was wir uns jetzt anschauen, ist FIFO. In dem Fall nennen wir es jetzt auch First Come, First Serve. So. In der Literatur ist es ganz unterschiedlich in diesem Kontext. Ja. FIFO ist, ist ja ein sehr gängiges Verfahren in der Informatik, in allen verschiedenen Disziplinen und kommt ja in jeder zweiten Vorlesung irgendwann mal vor. Und bei FIFO ist natürlich einfach, hier kommen die Prozesse in eine Warteschlange und entsprechend ihrer Ankunftsreihenfolge bekommen sie dann die CPU zugewiesen. Und ja, dieses Verfahren ist jetzt nicht präemptiv, also nicht verdrängend. Wenn ein Prozess die CPU bekommen hat, dann darf er sie haben bis zu seiner vollständigen Abarbeitung und Terminierung oder bis er es freiwillig wieder hergibt. Es ist ein faires Verfahren, weil kein Prozess hier verhungern kann, hinten runterfällt sozusagen. Und ein Nachteil ist hier aber, dass die mittlere Wartezeit unter Umständen sehr hoch sein kann. Wir haben das ja vorhin uns schon angeguckt. Der Unterschied, wenn man jetzt einen kurzlaufenden Prozess vor einem langlaufenden Prozess hat, beziehungsweise umgekehrt, einen langlaufenden vor einem kurzlaufenden, das hat starke Auswirkungen auf die durchschnittliche Laufzeit und Wartezeit. Und das gilt natürlich jetzt auch hier, egal wie viele Prozesse man jetzt in Betracht zieht. Wo würde man sowas einsetzen können oder wo würde es vielleicht Sinn machen? FIFO eignet sich prinzipiell für Stapelverarbeitung, klassisches Batch-Processing. Also das war auch das klassische Scheduling-Verfahren, als die Betriebssysteme noch jung waren und wurde dann halt irgendwann ersetzt. Naja, gut. Schauen wir uns hier wieder ein Beispiel an. Wir haben wieder unseren Einprozessor-Rechner, Single CPU und Single Core. Und wir haben wieder vier Prozesse mit wie durch ein Wunder bekannten CPU-Laufzeiten. Und um es mal ein bisschen interessanter zu machen, haben wir jetzt auch mal unterschiedliche Ankunftszeiten. Schauen wir es uns an. Die Zeitleiste. Am Anfang, zum Zeitpunkt 0, da haben wir ja nur einen Prozess in der Bereitliste. Und das ist Prozess A. Da fällt die Entscheidung also leicht. Prozess A darf dann rechnen. Und er rechnet auch bis zu seiner Terminierung, diese 8 Millisekunden. Und dann haben wir Prozess B, C und D, haben wir auch in der Bereitliste jetzt. Und als nächstes darf B die CPU haben und dann Prozess C und dann Prozess D. Streng nach der Ankunftsreihenfolge in der Bereitliste. Auch hier können wir wieder die Laufzeiten und die Wartezeiten relativ einfach ablesen. Es ist ja, gab ja keine Unterbrechungen und die Ankunftszeiten sind ja gut bekannt. Und so kommen wir jetzt hier also auf eine durchschnittliche Laufzeit von 15,5 Millisekunden und eine durchschnittliche Wartezeit von 7,5 Millisekunden. Das nächste Verfahren, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist Round Robin. Wenn Sie ein sehr altes Buch über Informatik zu Hause haben, da heißt es dann vielleicht noch das Zeitscheibenverfahren. Das ist jetzt modernen Büchern nicht mehr so gängig, der Begriff. Aber natürlich, wenn man es jetzt übersetzen würde, könnte man es so nennen, weil dieses Verfahren basiert darauf, dass die Prozesse in einer zyklischen Warteschlange eingereiht werden und jeder Prozess bekommt also für eine Zeitscheibe Zugriff auf die CPU und dann wieder der nächste Prozess. Die Dauer dieser Zeitscheiben, die ist fest, die ist definiert und ja, es ist also ein sehr faires Verfahren. Jeder Prozess bekommt
immer dann, wenn er dran ist, halt eine Zeitscheibe maximal. Wenn wir die Länge der Zeitscheiben auf unendlich vergrößern würden, dann wären wir wieder bei FIFO, bei First Come, First Serve. Ja, bei Round Robin ist es so, dass je länger die Bearbeitungszeit, je länger die Rechenzeit eines Prozesses ist, desto mehr Runden muss er natürlich aushalten, ja, desto länger dauert dann die vollständige Ausführung. Und die Entscheidung, wie groß diese Zeitscheiben, manchmal heißt es ja auch noch Zeitschlitze, aber Zeitscheiben ist eher so gängig, die Länge dieser Zeitscheiben ist also dann auch entscheidend für die Systemgeschwindigkeit, weil wenn die jetzt verkürzt werden, dann steigt der Verwaltungsaufwand, weil dann haben wir natürlich mehr Prozesswechsel. Und wenn wir die verlängern, dann sinkt zwar der Verwaltungsaufwand, weil dann haben wir weniger Prozesswechsel, aber dann ruckelt es einfach, dann hängt das System so ein bisschen, also dann leidet das Multitasking. Wenn man jetzt mal rausfinden will, wie lang sind denn so Zeitscheiben in der Praxis, dann ist unterschiedlich, je nachdem, wo man schaut in der Literatur. Meistens heißt es so, es ist der ein- oder zweistellige Millisekundenbereich. Also das ist so das Beste, was man so rauskriegt, meistens. Das Round-Robin-Scheduling-Verfahren das bevorzugt eher Prozesse mit einer kurzen Laufzeit oder mit einer kurzen Abarbeitungszeit. Und es ist natürlich prinzipiell ein präemptives Scheduling-Verfahren, ein verdrängendes, weil die Prozesse bekommen ja nach einer Zeitscheibe die CPU entzogen, ja, wenn sie dann nicht schon fertig sind, wenn sie nicht schon während der Zeitscheibe terminiert sind. Wo würde man sowas jetzt einsetzen? Wo eignet sich das? Es eignet sich für interaktive Systeme. Also wenn wir mit der Maschine direkt arbeiten und haben mehrere Prozesse laufen, vielleicht auch mehrere Benutzer mit mehreren Prozessen, dann ist das das Verfahren der Wahl im Prinzip. Zumindest jetzt vereinfacht gesehen. Ja. In Wirklichkeit ist es noch ein bisschen komplizierter. Schauen wir uns hier wieder unseren Einprozessorrechner an. Kleines Beispielszenario. Auch natürlich wieder Single Core, ja, nicht nur Single CPU. Und wir haben wieder hier unsere vier Prozesse, A bis D. Und die Prozesse sind jetzt auch wieder alle zum Zeitpunkt 0 in der Bereitliste angekommen. Wir haben wieder, wie durch ein Wunder, die CPU-Laufzeiten sind uns gesagt worden. Und wir haben als Zeitquantum, also als Länge der Zeitscheiben, eine Millisekunde. Wir sehen, die Zeitleiste, also die Scan-Diagramm, ist jetzt im Vergleich zu den Verfahren, die wir uns jetzt schon angeschaut haben, relativ kompliziert. Ja? Also sowas jetzt in einer Prüfungssituation zeichnen, das wäre keine gute Idee. In früheren Jahren habe ich sowas mal als Aufgabe dran gehabt und ich glaube mich zu erinnern, sogar mit Zeitquantum 2 Millisekunden. Und das war im Nachhinein also eine ganz schlechte Idee. Na gut, wir sehen jetzt also, die Prozesse werden abgearbeitet und alle Millisekunde kommt zum Prozesswechsel. Die Laufzeiten und Wartezeiten der Prozesse jetzt da rauslesen ist schon bisschen mehr Aufwand jetzt, aber es geht noch hier, weil wir jetzt als Startzeitpunkt hier 0 hatten für alle Prozesse. Also wenn wir jetzt noch unterschiedliche Startzeitpunkte gehabt hätten, dann wäre es wirklich ein bisschen schwierig geworden. Na gut, wir sehen jetzt hier die durchschnittliche Laufzeit der Prozesse ist in dem Fall für dieses Szenario jetzt 24 Millisekunden und die Wartezeit der Prozesse ist in dem Fall jetzt 16 Millisekunden. Das nächste Scheduling-Verfahren, was ich Ihnen hier jetzt zeige, ist Earliest Deadline First. Und hier ist es jetzt so, dass die Prozesse also alle eine
eine Deadline mitbekommen, eine definierte Zeit, zu der sie, einen definierten Termin, zu dem sie fertig sein sollen. Und dementsprechend sind dann also die Prozesse in der Bereitwarteschlange eingereiht. Und der Prozess, dessen Deadline also am nächsten ist, der bekommt dann dementsprechend auch als nächstes Zugriff auf die CPU. Und immer dann, wenn also ein neuer Prozess in die Bereitwarteschlange kommt oder wenn ein aktiver Prozess terminiert, dann muss also diese Warteschlange überprüft werden und gegebenenfalls neu organisiert werden. Prinzipiell kann man sowas präemptiv oder nicht präemptiv realisieren. Und wenn man es präemptiv realisiert und überlegt, für was könnte es sinnvoll sein, naja, vielleicht für Echtzeitbetriebssysteme könnte man es denken. Und wenn man es nicht präemptiv sich überlegt, dann könnte man sich es vielleicht für Stapelverarbeitungssysteme vorstellen. Schauen wir uns hier wieder unser kleines Einprozessorrechner-Szenario an mit unseren vier Prozessen. Und wir sehen, auch hier sind jetzt die Prozesse wieder alle zum Zeitpunkt 0 da, also in der Bereitwarteschlange. Und die Ausführungsreihenfolge in der Zeitleiste ist also dementsprechend jetzt sehr einfach, weil die Deadline ist das einzige relevante Scheduling-Kriterium jetzt oder Entscheidungskriterium. Wir sehen also Prozess C, der wird als erster ausgeführt, weil dessen Deadline liegt am nächsten in der Zukunft und dann Prozess B und dann Prozess A und abschließend dann halt Prozess D. Ja, die Laufzeiten und Wartezeiten der Prozesse kann man einfach rauslesen. Ist ja nicht sehr komplex jetzt das Diagramm. Und die Prozesse waren ja auch alle gleichzeitig da. Und wir sehen also jetzt hier durchschnittliche Laufzeit ist 17,25 Millisekunden und durchschnittliche Wartezeit ist in dem Fall jetzt 9,25. Das nächste Scheduling-Verfahren ist Fair-Share. Fair-Share ist ganz interessant, weil es unter denen, die ich Ihnen bis jetzt vorgestellt habe, das modernste Verfahren ist. Bei Fair-Share ist es so, dass die Ressourcen zwischen Gruppen von Prozessen aufgeteilt werden. Und wie der Name ja schon sagt, also es soll möglichst fair geschehen. Diese Aufteilung funktioniert so, dass also die Benutzer Ressourcenanteile bekommen und das oder einen Ressourcenanteil bekommen und das ist sogenannter Share. Und wir sehen das hier an dem Bild ganz gut, dass die Rechenzeit immer den Benutzern zugeordnet wird und nicht in erster Linie deren Prozessen. Die Ressourcenanteile, die man bekommt als Benutzer, die sind unabhängig von der Anzahl der eigenen Prozesse. Wenn man jetzt also wenige Prozesse hat, dann werden die also entsprechend schnell abgearbeitet mit den verfügbaren Ressourcenanteilen. Wenn man viele hat, dann müssen die sich halt die eigenen Ressourcenanteile aufteilen oder dann werden die da, kriegen die entsprechend zugewiesen. Schauen wir uns mal den oberen Teil von der Abbildung an. Und da sehen wir, wir haben zwei Benutzer, Benutzer 1 und Benutzer 2. Und der erste Benutzer, der hat also einen Share von 50% und der zweite Benutzer auch. Und der erste Benutzer hat aber drei Prozesse, A, B und C, und der zweite Benutzer nur einen, Prozess X. Und wir sehen also, es ist quasi wie bei Round Robin, nur dass jetzt halt immer wenn es dann zum Wechsel kommt, ja, zum Prozesswechsel, also auch hier haben wir so eine Art Zeitscheiben, und immer wenn es zum Wechsel kommt, dann wechselt im Prinzip der Benutzer. Und die drei Prozesse von Benutzer 1, die müssen sich dann halt, die werden dann halt entsprechend innerhalb dieser Shares abgewechselt. Ist quasi also fast wie so eine Art verschachteltes Round Robin. Und in der unteren Hälfte der Abbildung, da sehen wir jetzt also, dass der Benutzer 1, der hat jetzt
75% Share und der Benutzer 2, der hat jetzt 25% Share. In dem Fall passt es jetzt sogar ganz gut für die drei Prozesse, die der Benutzer 1 hat und für den einen Prozess, den der Benutzer 2 hat. Also es ist wirklich einfach so, dass die Ressourcen aufgeteilt werden auf die Benutzer und nicht in erster Linie auf die Prozesse. Vor 10, 15 Jahren, als der Begriff Grid Computing noch sehr populär war, da hat man öfters mal was von Schedulern, Job-Schedulern, Meta-Schedulern gehört. Ist jetzt nicht mehr so en vogue, aber ist natürlich nach wie vor in Benutzung und paralleles und verteiltes Rechnen, das gibt es ja nach wie vor natürlich noch. Das nächste Scheduling-Verfahren, was ich Ihnen zeigen möchte, ist das wichtigste von diesem Foliensatz und liegt einfach daran, dass es am nächsten an der Praxis dran ist, wird also auch eingesetzt so. Und der Grund dafür ist, dass man sich keine Gedanken darüber machen möchte, wie lange ist die Rechenzeit der Prozesse. Ja, weil das kann man ja im Voraus eigentlich nicht wissen. Und die Idee jetzt, man könnte sowas ja vielleicht irgendwie kalkulieren oder abschätzen, das also verlässlich im Voraus machen, das ist meines Wissens nach nicht sehr realistisch. Ja, und die Idee also von dem Multilevel Feedback Scheduling ist, dass man einfach Prozesse, die lange laufen, mit der Zeit immer weiter runterlevelt, was die Priorität angeht. Man bestraft die quasi dafür, dass die lange laufen. Und wie implementiert man sowas? Man braucht also mehrere Warteschlangen. Und jede Warteschlange, die hat also jetzt eine andere Priorität, also einen anderen Anteil von der verfügbaren CPU. Zeit. Ja, ich habe hier jetzt mal als Beispiel angegeben, vielleicht 70, 15, 10 und 5%, wenn man jetzt vier Warteschlangen denkt. Wenn ein Prozess neu erstellt wird, dann kommt er erstmal in die oberste Warteschlange, dann hat er also automatisch die höchste Priorität und innerhalb jeder Warteschlange wird einfach nur Round Robin eingesetzt. Und wenn ein Prozess sich wohl verhält, wenn er also freiwillig die CPU auch wieder abgibt und dann bekommt er, dann kann er seine Priorität behalten, ja, dann kommt er wieder in die gleiche Warteschlange. Und wenn er die volle Zeitscheibe ausnutzt, dann wird er quasi bestraft, dann wird er runtergelevelt, dann kommt er in die nächste tiefere Warteschlange und hat dann dementsprechend automatisch eine niedrigere Priorität. Und so werden also diese Prioritäten jetzt dynamisch vergeben. Das ist natürlich präemptives Scheduling, also unterbrechendes Scheduling, weil das ist ja einfach nur Round Robin mit mehreren Ebenen. Hier sehen wir wieder einfaches Bild, was ich vom Herrn Stallings übernommen habe aus seinem Betriebssystembuch. Und wir sehen hier also die unterschiedlichen Warteschlangen, jede Warteschlange unterschiedliche Priorität. Und wenn ein Prozess erstellt wird, dann kommt er also hier in die oberste Warteschlange, die Warteschlange 0 hier. Und dann kommt er natürlich auch irgendwann dran, ist ja Round Robin, kommt er auf die CPU. Und wenn er sich wohl verhält, dann darf er oben bleiben und kommt wieder in die Warteschlange 0. Und wenn nicht, dann wird er also entsprechend eine Warteschlange runtergereicht. Ja, die Vorteile sind klar auf der Hand. Man muss sich hier nicht mit irgendwelchen komplizierten Laufzeitabschätzungen rumplagen und auch die Zuordnung der Prozesse in eine Prioritätsklasse, das geht schnell und automatisch. Neue Prozesse werden hier gegenüber älteren Prozessen bevorzugt, ja, weil die wurden ja dann dementsprechend schon ein paar Mal wahrscheinlich bestraft und runtergelevelt. Und für interaktive Prozesse, also Ein-Ausgabe-Operationen, ist das eine gute Sache, weil die ja immer nur die CPU sehr kurz brauchen. Das heißt, die geben häufig die CPU freiwillig wieder ab und können dann also dementsprechend ihren Prioritätswert behalten.
und länger laufende Prozesse, die werden dann halt verzögert. Es ist ja aber auch sinnvoll, wenn Sie jetzt an ein interaktives System denken, an eine Workstation, an einen Desktop, und dann sind natürlich die Prozesse, mit denen Sie interaktiv zu tun haben, die sollen ja natürlich auch schnell reagieren, die sollen also auch viele Ressourcen haben. Und wenn Sie jetzt von mir aus im Hintergrund noch ein Video rendern oder so, da ist es ja nicht so wichtig, ob das jetzt 5 Minuten länger oder kürzer dauert. Und da wollen Sie ja eher, dass das Ihren normalen Arbeitsfluss jetzt nicht behindert, sondern dann im Hintergrund mit einer niedrigen Priorität einfach durchläuft. Ja, dieses Multilevel-Feedback-Scheduling ist das meines Wissens nach meist verbreitete Scheduling-Verfahren bei modernen Betriebssystemen. Microsoft Windows nutzt dieses Scheduling-Verfahren für alle modernen Windows-Systeme, alles ab Windows NT, also alles seit, naja, fast 20 Jahren, würde ich sagen. Und auch viele Unix-Systeme wie Solaris oder FreeBSD. Auch Linux hat in den ersten Jahren dieses Multilevel-Feedback-Scheduling implementiert, bis einschließlich Kernel 2.4. Muss man aber auch sagen, modernere Linux-Kernel, aktuelle Linux-Kernel nutzen ein anderes Scheduling-Verfahren. Aber ich denke, es ist nach wie vor das meistverbreitete Verfahren bei Desktop- und Workstation-Systemen. Ja, hier auf der letzten Folie haben wir nochmal eine kleine Übersicht über die klassischen und modernen Scheduling-Verfahren. Wir sehen die, die wir besprochen haben: das prioritätengesteuerte Scheduling, FIFO, Round Robin, Earliest Deadline First, Fair Share und Multilevel Feedback Scheduling. Wir sehen hier, ob sie nicht präemptiv oder präemptiv sind. Wir sehen nochmal als Zusammenfassung, ob sie fair sind oder nicht fair, also ob Prozesse verhungern können oder nicht, ob garantiert ist, dass sie irgendwann Zugriff auf die CPU kriegen. Wir sehen hier nochmal das sehr wichtige Kriterium, ob die CPU-Laufzeit bekannt sein muss im Voraus, also ob es quasi realistisch oder unrealistisch ist. Und Sie sehen, die Verfahren, die ich drin gelassen habe in dem Foliensatz, die sind also alle weitestgehend realistisch. Und wir sehen auch, ob die Prioritäten berücksichtigt werden. Und beim prioritätengesteuerten Scheduling natürlich und beim Multilevel-Feedback-Scheduling ja auch, und da werden sie dynamisch berechnet. Ja, ich habe das jetzt an der Stelle gut sein lassen, also habe da jetzt nicht noch mehr Scheduling-Verfahren reingebracht. Ich denke, für die Vorlesung Betriebssystem-Rechnernetze reicht das dicke aus. Und wenn Sie sich für Linux speziell interessieren, da ist es so, dass seit einigen Jahren der Linux-Kernel den Completely Fair Scheduler vom Ingo Molnar implementiert, und vorher gab es auch für ein paar Kernel-Versionen einen anderen. Die habe ich jetzt aber aus zeitlichen und Gründen jetzt hier nicht drin. Wenn Sie sich dafür interessieren, ich habe da zwei ganz gute Quellen angegeben, und die sind empfehlenswert von IBM, gut erklärte Quellen. Schauen Sie es mal an, wenn Sie es interessiert. Ja, das war's mit dem Screencast zum fünften Foliensatz. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und bitte schauen Sie sich das Übungsblatt an und auch die Musterlösung dazu. Und wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich bitte.